Freundinnen, liebe Watsch- und Wanderfreunde und Freundinnen. Ich befinde mich in Frankreich, etwa 35 Kilometer von Paris entfernt, in Henri de Ville. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich mache heute eine große Tour. Bin da auf dem Wanderweg rund um Paris herum. Etwa 35 Kilometer von da entfernt ist die Stadt. Ich habe heute eine lange Tour von mir. Über über 35 Kilometer, die ich heute gehen. Ziemlich weit. Okay, bis später. So, es ist wirklich ganz ein schöner Tag, ganz schöner Morgen, strahlend blauer Himmel. Aber noch nicht so vor langer Zeit muss es da ziemlich geregnet haben, es ist alles noch nass. Aber das muss man halt damit rechnen, wenn man seine Wanderung unternimmt. Ich bin recht gut angereist. Bin mit dem Bus gekommen. Bin von Bern aus nach Zürich. Dann über Mailand nach Paris gefahren. Bin mit etwas über einer Stunde Verspätung da in Paris angekommen und musste dann noch weiter mit der Bahn bis zu meinem jetzigen Standort. Das hat auch wirklich sehr gut, darf ich sagen, sehr gut geklappt. So, jetzt muss ich da zum ersten Mal abbiegen. Aber es kommt, glaube ich, gut raus. Ja, da ist mein Wanderwegzeichen GR1. Da habe ich einen ganz interessanten Wegweiser. Ist jetzt wirklich was Interessantes. So habe ich noch keinen gesehen bis jetzt. Auch die Beschilderung hier von meinem Wanderweg ist sehr vorbildlich. Es ist wirklich sehr gut gemacht da. So. Jetzt muss ich da hinten durch. Hier. So, da habe ich jetzt ein Weg, ein kleiner, der da durch das Gebüsch führt. Bisschen abwärts. Und da unten habe ich dann das erste Highlight. Ein kleines Schloss. Und ein paar Seen. Sind nicht so groß, aber sind alle, soviel ich weiß, künstlich angelegt worden. Kleines Schloss am schönen See. Sind noch ziemlich große Seen da, sind die irgendwie kleiner vorgestellt. Restaurant.
Bild. Oder das Schloss noch besser aufnehmen kann. Noch ein altes Haus. Hä? Das ist ein Schlösschen da. Ein ganz schöner Teil hier. Das ist wirklich wundervoll. Da an diesem See. Da ist der Ausfluss vom See. Und das da, so geht es dann weiter runter den Bach. Da nochmal ein Blick zu diesem kleinen Schloss. Den See da. Es ist einfach wunderbar. Ein schöner Weg. Das Einzige, was heute einfach sehr schade ist, dass ich einen wirklich sehr, sehr großen Teil leider durch den Wald geht. Aber jetzt, es kann auch interessant sein, so wie ich jetzt hier beweise. Es ist ganz schön da. Diesen Fleckchen Erde entlang zu wandern da, diesem See. Ich habe ihn mir kleiner vorgestellt. Schön. Wasservögel. Ganz schön da. Es ist einfach ein Naturparadies hier. Sehr schöner Weg. Ist alles sehr gut gekennzeichnet, der Wanderweg. Bis jetzt. Und wirklich sehr romantisch, hier durchzugehen. Da oben kommt schon der zweite See. Und da auch sieht. Da ist noch eine ganz kleine Insel. Die ist, glaube ich, noch zum Haben. Wobei, es könnte da schwierig werden, etwas zu bauen. Aber es ist schön da. Das ist der zweite See. Jetzt geht es weiter. Und das ist noch der dritte. Da, also insgesamt drei Seen. Ja, dieser kleine See da ist, hat ziemlich viele Seerosen. Da unten sind sich zwei Enten am Säubern. Ein Pärchen. Da ist wirklich auch sehr, sehr schön. Ist der Bach noch gestaut. Sehr viele Seerosenblätter drin. Leider blühen sie noch nicht, bin ich noch ein wenig zu früh. Ist da ganz, ganz romantisch. Wirklich schön da unten. Diesen gestauten Wässer lang zu laufen. Viel Sumpf. Natur. Da ganz eine schöne wilde Landschaft. Es ist
sehr interessant, hier durchzuwandern. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr schön. Alte Bäume. Misteln hier ganz viele oben. So, ich habe schon das zweite Highlight heute. Ich befinde mich hier vor einem Schloss. Es wird für Hochzeiten genutzt. Sehr schönen Wassergraben umgeben. Ist wirklich ganz schön. Schön idyllisch gelegen da. Wirklich etwas ganz Besonderes. Schloss Château de Pontarné. Da eine Wildnis in diesem Wald. Aber sonst ist es wirklich jetzt eine tolle Tour. Das muss ich sagen. Und sehr schönes, gutes, praktisches Wetter da zum Wandern. Das da hier ist übrigens dasselbe Gewässer, das weiter vorne diese drei großen Seen speist. Also der einzige, soviel ich weiß, Wasserzufluss. Hier drüben ist auch noch so ein kleiner See. Das ist ganz romantisch da. Da in einer sehr interessanten Waldgegend. Zum Gehen ist es ein bisschen mühsam da, weil es hat ziemlich viel Sand. Aber dafür ist es drumherum fast wie im Süden unten. Sehr tropische Wälder fast da. Es ist wirklich interessant, diese Gegend. Ich habe heute ziemlich viel Abwechslung. Was ich bis jetzt nicht so habe, Aussicht ins Land. Da ich meistens in einem Wald drin war bis jetzt und wenn ich aus dem Wald rauskam irgendwo, war ich in einem kleinen Dorf
und da hat man auch quasi gar nichts gesehen. Jetzt bin ich da bei einer Sanddüne. Ich glaube, das kann man so nennen. Alles voll Sand. Ganz feiner. Schöner Sand hier. Wirklich schöner, feiner. He? Sehr interessante Gegend da. Ist wirklich schön. Natur pur. Jetzt muss ich da schauen, wo der Weg durchgeht, ich habe keine Ahnung. Ah, da oben ist wieder ein Kennzeichen. Ist wirklich ganz interessant. So was habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die letzte Sanddüne, die war in Hamburg. Bisschen außerhalb der Stadt hat es auch eine. Ja, es ist so was Interessantes da oben, wirklich. Die Bäume auch, ah, schön. Das ist wahrscheinlich der höchste Punkt von heute. Birken, das frische Grün. So, ich bin da drauf auf einer Autobahn. Das ist Richtung Paris. Und hier auf dieser Seite ist vom Norden her. Jetzt ist noch relativ wenig Verkehr. Am Abend oder am Morgen gibt es mehr Verkehr da hier. Als am Tag. Ich habe jetzt heute wirklich sehr viel Sandweg. Es ist ein bisschen mühsam zum Vorankommen. Man hat so das Gefühl, man sei am Schwimmen. Zum Glück ist ein ganz schöner Tag heute, kein Regen. Wenn noch Regen wäre, ja, wäre es nicht so schön da auf diesem Sand. Da bin ich schon froh, dass ich den nicht noch in meinen Rucksack packen muss. Der wäre mir jetzt doch ein bisschen zu schwer. Und dann erst noch, wenn ich da hoch muss mit dem. Also lieber nicht. Da oben ist wieder so ein lustiger Wegweiser. Finde die ganz cool. Ich glaube, vorher bei der Sanddüne hatte ich doch noch nicht den höchsten Punkt. Weil bis hier ist es jetzt doch noch ziemlich hoch gegangen. So. Jetzt bin ich oben. Da bin ich jetzt so auf einer Hochebene oben. Ich habe gedacht, ich sehe dann ins Tal runter.
aber es ist leider nichts. Aber vielleicht dann noch weiter vorne, aber so wie es aussieht, sehe ich da nicht runter. Es geht momentan nur rauf und runter, ist da aber sonst ein schöner Wald. Da vorne habe ich dann wieder einen großen Anstieg, da wieder ziemlich hoch. Schade, dass oben, dass ich keine Aussicht habe, weil es im Wald drin ist. Da kommt ein interessanter Weg. Ohne so gute Kennzeichnung, glaube ich, würde man den nicht finden. Übrigens, ich hätte schon lange keine Ahnung mehr, wo ich mich befinde. Dank meinem GPS weiß ich schön, wo ich bin. So, hier habe ich jetzt diesen riesengroßen Wald verlassen und komme endlich nach draußen. Da auf diesem Teich sind noch zwei Schwäne. Ist da hier jetzt ein großes Feld und noch eine große Scheune. Die Landschaft ist leicht hügelig. Und ich sehe da doch ziemlich weit. Da hier ist ein Dorf. Hat ziemlich viele Schafe. Ja. Ein Rudel von Schafen. Ich habe ein bisschen Angst vor mir. Ja, ich sehe schon euch an. Vorne sind sie am Spritzen. So weite Felder. Da vorne sieht man einen großen Misthaufen. Und hinter diesem Misthaufen ist die TGV-Linie Nord. Die werde ich jetzt dann auch unterqueren. Weit das Auge reicht. Das ist groß. Und das ungefähr 35 Kilometer von Paris entfernt. Da sieht man schön das Rapsfeld. Große. Übrigens hier in diesem Gebiet oben entspringt dieser Bach, wo diese drei Seen speist, die wir am Anfang gesehen haben. Der kommt hier aus dieser Gegend. Jetzt kommt ein TGV. So, und schon ist er vorbei. Schon wieder ein TGV. Diesmal in die andere Richtung, der kommt von Paris. Da nochmal das riesige Feld. Raps. Das ist wahnsinnig, diese Felder da. Alles voll mit Raps. Schön anzuschauen. Und da bin ich jetzt an der TGV-Linie
Nacht. Es wurde alles neu gebaut für den TGV. Da vorne. Sieht gut aus. Schon fast so stadtähnlich gebaut. Sieht gut aus. Wahnsinnig, diese Züge, die ein Tempo drauf haben und dieser Lärm. Da komme ich. Und jetzt muss ich da drüber, über diesen Hügel. Und hinter diesem Hügel ist ein großes Dorf. Übrigens, dieses Dorf wurde 2015 weltberühmt. War in dem Zusammenhang in Paris wurde der Anschlag auf Charlie Hebdo, oder wie man sagt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, verübt. Und die Täter, die flohen nachher in dieses Dorf, dort oben ist, wo ich jetzt dann durchkomme. Die verschanzen sich dann dort in einem Geschäft und wurden dann von der Polizei aufgespürt und dort erschossen. Hier in dieser Gegend ist der Raps sehr stark verbreitet. Sieht's da? Sie sind wirklich ein paar Felder mit Raps. Aber dafür da hier der Weg, der ist jetzt ganz schlimm. Mit so blöden Teerabfallbitzen. So Stücke aus vom Teer. Da kann man wirklich fast nicht gehen. Das ist noch ein großer Ort. Sehr viele Einwohner. Ja. Kirche. Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, langsam aber sicher nähere ich mich meinem Ziel. Und zwar ist es da hier unten, irgendwo in dieser Ebene, mit der Autobahn.
Da unten auch das große Industrieareal. Und so viel ich weiß, hat hier Kühne und Nagel aus der Schweiz auch eine Niederlassung. Also man kann sagen, die Schweiz ist fast auf der ganzen Welt auch irgendwo vertreten. Hier nochmal ein Blick nach oben, wo ich jetzt herkomme. Dieses schöne kleine Städtchen verlassen da. Wie gesagt, da oben irgendwo, oder ich weiß nicht genau, einfach auf dem Gemeindegebiet wurden die Täter von Charlie Hebdo erschossen. Da ist jetzt ein riesiger Flieger, ein Jumbo. Nein, der Airbus A380 ist das. Schönes Flugzeug, hä? Der da steigt. So, von da oben komme ich her. Und da die zwei Burschen am Laufen sind, bin ich durchgekommen auch. Ziemlich groß, hä, da oben. Jetzt geht es da der Autobahn entlang, dann wahrscheinlich über die Autobahn meinem Etappenziel entgegen. Ziemlich Abendverkehr da hier. Hier abends ist ganz klar. Die heißt St. Moritz. So, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und zwar sind es 38, ja, etwas über 38 Kilometer geworden, bis ich da jetzt angelangt bin, im Bahnhof. Danke euch, dass ihr mich begleitet habt und freue mich schon wieder auf die nächste Tour da. Mit euch in Frankreich machen zu dürfen, da bei Paris. Nächstes Mal geht es übrigens in eine Stadt.